Der heutige Vlog wird magisch. Hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Tag hier aus Florida und noch Walt Disney World, aber ich mache mich heute auf den Weg nach Universal. Es ist sehr, sehr kalt, es sind gerade noch 3 Grad, dementsprechend bin ich relativ dick angezogen. Es sollen heute noch 18 Grad werden und ich bin heute nur mit meiner kleinen Kamera unterwegs, mit der Osmo, weil Universal tatsächlich man fast überall seinen Rucksack einschließen muss. Und ich habe einen Rucksack und eine kleine Bauchtasche. Und wenn ich jetzt noch die große Kamera dabei gehabt hätte, wäre es eng geworden wahrscheinlich, weil die Locker-Schließfässer nicht so groß sind. Und die größeren kosten dann immer $2. Darauf hatte ich jetzt nicht so große Lust. Ja, deswegen heute die Osmo. Also wenn die heute die Videoqualität etwas anders ist, tut es mir leid, aber sollte eigentlich passen. Jetzt hole ich ein Uber hier vom Hotel. Werde ich, denke ich, mal gleich mal ein bisschen abfilmen, wie ich das mache. Ist eigentlich super easy. Und dann geht es Richtung Universal. Man fährt ungefähr 20 Minuten. Der Park macht um 9 Uhr auf. Und gestern wurde mir gesagt, der Hogwarts Express ist nicht gelaufen. Und das ist ja wirklich tragisch, wenn der Hogwarts Express heute nicht läuft. Werden wir sehen und ich nehme euch halt wieder mit. Ja, wenn man denkt, man hat auf Aufnahme gedrückt, aber man hat nicht auf Aufnahme gedrückt. Oh, ich habe gerade, glaube ich, 3 Minuten über Uber gesprochen. Machen wir das nochmal kurz. Also ihr seht jetzt hier die Bildschirmaufnahme, die ich eben gemacht habe, während ich gesprochen habe. Ihr müsst die Uber-App runterladen, ihr müsst eingeloggt sein, euren PayPal- oder Kreditkarten-Account hinterlegt haben. Und dann sucht ihr, dann geht ihr auf die Suche, dann seht ihr dann bei mir Pop Century, da wo ich gerade bin. Und dann gebt ihr in der Suche ein, wo ihr hin wollt. Bei mir ist es heute Universal. Und da zeigt ihr euch, wie lange es dauert und wie weit der Uberfahrer entfernt ist und auch, was die Fahrt kosten wird. Da ich heute alleine fahre, reicht auch ein normales Uber für 3 Personen. Wenn ihr mehr als 3 Personen seid, also 4, müsst ihr ein Uber XL buchen. Ja. Und dann bestätigt ihr das einfach und dann seht ihr, wo der Uberfahrer ist. Bei mir ist es ja jetzt in dem Fall der Victor, wie lange er noch braucht. Jetzt braucht er nur noch 14 Minuten. Wo er sich befindet, wird dann automatisch alles über meinen PayPal-Account abgebucht. Ihr könnt dann auch direkt noch Trinkgeld hinzufügen über die App. Und auch wenn ihr mehrere Personen seid, also Mitfahrer habt, könnt ihr auch direkt über die Uber-App euch die Kosten teilen. Ja, also wirklich relativ easy, die Uber-App zu benutzen. Sehr praktisch und mit Victor werde ich jetzt nach Universal fahren. Deswegen habe ich aber mir auch die SIM-Karte gekauft, um immer Internet zu haben für Uber. Also damit ich weiß, wo ich bin, weil ich unterwegs halt, also ich habe nur hier oder in den Parks Internet und dann wieder in Universal. Aber ansonsten, wenn ich hier auf der Straße unterwegs bin, habe ich kein Internet. Dafür ist die SIM-Karte wirklich sehr, sehr praktisch. So, jetzt warten wir auf Victor und dann geht's Richtung Universal. So, mein Uber hat mich erfolgreich nach Universal gebracht, hat alles super geklappt. Und bin jetzt schon durch Security gegangen. Und es gibt extra so einen Uber-Platz, wo man abgesetzt wird und dann auch später wieder abgeholt wird. Muss man sich nur merken. Ja, jetzt geht's zum Eingang und das Wetter ist super sonnig und es wird auch noch wärmer. Ich bin sehr gespannt auf Universal. Good morning. You look so cute in your dress. Love your dress. Very cute. Have a nice day. Bye. Ja, ich schlender hier gerade durch die Gegend, um zum Hogwarts Express zu laufen.
Aber es sieht aus, also eben stand in der App 330 Minuten Wartezeit, was ich mir nicht vorstellen kann. Wenn er nicht fährt, werde ich erstmal nach Gringotts gehen, also in die Winkelgasse. Und da mit dem Ride fahren, da hat nämlich nur 5 Minuten Wartezeit. Hagrid ist gerade noch down und dann müsste ich eh den Park wechseln. Also es ist so, ich habe ein Parkhopper-Ticket gekauft, $180 habe ich bezahlt. Und somit könnte ich auch den Hogwarts Express nutzen, um zwischen den Parks zu fahren sozusagen. Der ein Harry Potter Teil ist hier, die Winkelgasse. Und Hogsmeade ist in Island of Adventure mit Hogwarts, mit dem Schloss. Ja, so, hier ist eine Toilette. Ich muss mal ums Eck. Ich flipp aus. Der Hogwarts Express ist offen. Und ja, gucken wir mal, ob wir den Weg zu Gleis 9 3 Viertel finden. Just for you. Morning. Also ich werde jetzt mal hin und her mit dem Hogwarts Express fahren und mal gucken, was die Castmember jetzt mal sagen. Wir fragen mal, wo das Gleis ist. So, is that the way to the 9 3/4? 9 3/4? 9 3/4? Yeah, I need to go to 9 3/4. I only have $9. I only have $9.75. Okay. That. No, that doesn't make it. We only have platforms 9 and 10. Okay. We don't have a platform 9 3/4 actually. Okay, let me check. Dude, it's okay. Hold on for a second. You're right. She's asking about a platform 9 3/4. We have a platform that's 9 and 10, but I don't know about 9 3/4. Yeah. Too bad. We're not very aware. Let me check. If I had 3/4, I'd give it to you. let me take this out. I have $9 in my card right now. If you want to take a look. I mean, yeah, I got $9 in my card right now. So if you want it, I'll let you take it. You have 3/4, right? I might have to go get some. You might have to go get some? Okay, so here's the deal. I'll give you my $9. He'll probably give you 75 cents later, 3/4. Okay, so, okay, I come back. So, yeah. You'll come back? Okay. All right, you're good. So, thank you so much. Do you have Express or just regular? Regular. All right, so you get ahead right this way. Thank you. Ja, also das habe ich tatsächlich schon im Vlog gesehen, dass man die Mitarbeiter hier fragen soll, wo das Gleis 9 3 Viertel ist. Und die sagen einem, es gibt hier kein Gleis 9 3 Viertel, es gibt nur Gleis 9 und 10. Und das ist tatsächlich immer sehr, sehr witzig. Ich liebe es. Und wie gesagt, gestern war er geschlossen und heute hat er offen. Oh, ich bin ganz aufgeregt. Und hier seht ihr Gleis 9 und 10. Und die Kleine wird jetzt gleich mal da durchlaufen. Und dann sieht es so aus, als wird man durch die Wand laufen. Jetzt seht ihr gleich, der Mann läuft da durch. Das ist so cool. So, weiter geht's. Das ist wirklich sehr aufregend. Ich liebe es. No
Okay, that was brilliant. Dementors on the Hogwarts Express? Foul, miserable creatures. Something from the trolley, dear. I'd say you'd earned it. Any chocolate frogs? Oh, oh dear. Best of badges. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr aufregend. Hogwarts Express, jetzt bin ich wieder in King's Cross, also in London. Jetzt weiß ich nicht, ob ich direkt in die Winkelgasse möchte oder wieder zurück nach Hogsmeade fahre. Ich warte jetzt hier noch auf jemanden ich kenne sie nicht, aber kommt auch aus Deutschland von Instagram und sie ist auch allein unterwegs. Deswegen haben wir gedacht, treffen wir uns und verbringen den Tag zusammen. Und ja, ich denke mal, ich warte. Hier seht ihr den Nightbus aus dem dritten Teil von Der Gefangene von Azkaban. Und hier könnt ihr Fotos machen und irgendwann wacht auch hier der Kopf auf und redet auch mit euch. Also die Details sind super, ich liebe es. Ich fahre jetzt Escape of Gringotts, hier in der Gringotts Bank in London. Die Wartezeit stand 15 Minuten und hier ist es so, dass ich den Rucksack einschließen musste. Hier darf ich eine Bauchtasche mitnehmen, deswegen habe ich auch die Kamera dabei. Aber On-Rides generell in Universal, außer jetzt beim Hogwarts Express, gibt es nicht. So, jetzt zeige ich euch mal, wie es hier aussieht. New clients the vault. I was just getting the keys. Well, I moved them.
All you have to do is ask. Akio Ki. How did you get in here? We haven't seen you. Well, sir, don't let me keep you from your tour. I just need to pick up a few things and I'll be on my way. You haven't seen me. Actually, if you don't mind, I'll join you on your tour. Ja, ich bin jetzt Escape to Gringotts from Gringotts gefahren und ja, kurz zur Story. Es ist wie im siebten Teil, wo die den Horcrux in Gringotts sich schnappen. Also sozusagen die Storyline aus dem siebten Teil. Und es ist so ein Mix aus Achterbahn und 3D-Ride. Ist ja hier in Universal ganz viel vertreten. Und ja, war richtig cool. Ich habe also aber glaub, eine halbe Stunde gewartet. Jetzt geht's mit dem Hogwarts Express wieder Richtung Hogsmeade. So, wir fahren jetzt Fast and the Furious, war jetzt ein Walk-On. We're out of here, otherwise we can't guarantee your safety. Guarantee my safety? I'm the one holding the gun. Yeah, but mine's a whole lot bigger than yours. Hobbs, escort this and help us out. Okay, guys, it's showtime. Wir sind jetzt hier in Hogsmeade, eben noch Fast and the Furious gefahren und Transformers. Ja, sind ganz nette Dark Rides mit Transformers war mit 3D-Brille. Kann man mal machen, wir sind Single Rider gefahren und würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wir haben nämlich nicht gewartet. Und ja, jetzt sind wir wieder mit dem Hogwarts Express nach Hogsmeade. Und jetzt gibt es erstmal ein Butterbier für mich und dann gucken wir mal, ob wir uns bei Hagrid anstellen. Wir waren jetzt hier auf der Toilette und wenn ihr da mal genauer hinhört, könnt ihr die maulende Myrte aus dem zweiten Teil hören, die direkt über euch lustige Dinge sagt. So, hier ist mein Butterbier. $8,50, also ist schon sehr teuer. Das ist jetzt kalt. Es gibt noch Frozen und es gibt noch Hot, also warm. Ich habe Cold und das ist so ein bisschen sparkly mit so Sahne oben drauf. Ist schwer zu beschreiben. Ich finde es gar nicht so süß. Und ja, fünf davon könnte ich jetzt auch nicht trinken. Da wird man erstmal pleite. Und zweitens, ja, so gut schmeckt es dann auch nicht. Aber als Harry Potter Fan muss man wenigstens einmal Butterbier getrunken haben. Bei der Kulisse. Ja, wir haben uns eben für Hagrids Motorbike angestellt. 110 Minuten Wartezeit, also war sehr, sehr lang, aber hat sich gelohnt. Der Ride ist richtig cool. Action, aber auch Harry Potter Szenen und so. Also es hat sich gelohnt, aber es war schon sehr, sehr lange und in dem Schatten war es mir echt kalt. Ja, wir sind jetzt hier bei Three Broomsticks im Restaurant und ich habe mir jetzt Fish and Chips geholt im Kindermenü für $8 und weil wir haben sehr, sehr viel Hunger. Ha!
Ja, die Fish and Chips waren wirklich sehr, sehr lecker. Ein paar Träubchen dabei für ein paar Vitamine. Also kann ich jedem empfehlen. Fisch war sehr lecker. Und dann sind wir direkt Forbidden Journey gefahren. Die Attraktion direkt hier in Hogwarts. Single Rider, wir haben nicht gewartet, direkt Walk-On gemacht. Ja, Single Rider lohnt sich jetzt. Auch wenn ihr mehr in der Gruppe seid, würde ich tatsächlich Single Rider empfehlen. Dann müsst ihr halt nicht so lange warten. Jetzt verlassen wir erstmal Hogsmeade und laufen Richtung King Kong und Velocicoaster. Muss ich auch noch unbedingt fahren heute. Eine Runde Velocicoaster gefahren und Single Rider. 15 Minuten Wartezeit war völlig okay und ist richtig cool. Sehr ähnlich zu Taron. Die Beschleunigung, viel mehr Swirls, Loopings etc. Da kommt es gerade. Ja, also macht richtig Spaß, die Attraktion zu fahren. Ja, hier die Attraktion, seht ihr noch nicht, gleich kommt ein fliegendes Ding. Kann man nur fahren, wenn man ein Kind dabei hat, von einer gewissen Größe. Es darf nicht zu klein und nicht zu groß sein. Und dann darf man es auch als Erwachsener fahren. Ansonsten darf man es nicht fahren. Ja, aber ich muss sagen, es gibt nicht so viel hier für kleinere Kinder bisher. Die ganzen Dark Rides finde ich tatsächlich auch sehr, sehr spooky. Weiß nicht, ob ich mein Kind auch auf die Harry Potter Rides. Sie sind schon sehr dark, sagen wir mal so. Nicht, weil sie im Dunkeln sind, sondern auch, weil sie schon ein bisschen... ja, spooky sind tatsächlich, ja. Ich mache mich jetzt auf den Weg zu Kong, King Kong Attraktion. Und dann schauen wir mal, was ich hier noch mache. Oh, hier habt ihr einen Raptor, einen Fotospot. Ja, brauche ich aber nicht. Also Fotos sind mir heute hier nicht so wichtig. Ich möchte die Attraktion halt schaffen, so gut es geht. Harry Potter habe ich alles geschafft, was ich wollte, außer den Hippogreif. Das ist diese Kinderachterbahn. Zurzeit war Wartezeit 50 Minuten. Ich glaube, das werde ich heute überspringen. Alles in einem Tag zu schaffen, ist dann doch schwierig, weil Hagrid halt fast mit 2 Stunden schon ein großes Loch in den Tag gemacht hat. Aber Hagrid hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, Kong war jetzt down. Hab mich angestellt und dann, keine Ahnung, ging es nicht weiter und es ist irgendwie delayed. Ob mir jetzt entschieden, jetzt rauszugehen und mal eine Runde noch hier zu drehen und zu gucken, was man noch so fahren kann. Jede Attraktion werde ich nicht schaffen. Es gibt ja auch 2 Wasserattraktionen, Wasserbahn, aber da wird man super nass, habe ich gehört. Und nein, ich habe zwar einen Poncho, aber bei dem Wetter muss das nicht sein. Deswegen skippe ich die auch. Aber vielleicht bin ich dieses Jahr nachher nochmal hier, wer weiß. Was noch so in den Sternen steht. Geplant wird auf jeden Fall fleißig. Ja, aber ich kann euch mal ein bisschen was abfilmen. Ja, schlendern wir mal weiter hier durch die Gegend. Auch hier gibt es Marvel tatsächlich. Hinten seht ihr Captain America. Und hier gibt es auch eine Spider-Man-Attraktion. Und ich bin übrigens immer noch im Park Islands of Adventure, also in dem zweiten Park sozusagen. Ich müsste jetzt später noch eine Achterbahn in einem anderen Park fahren, aber ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe. Gerade ist 1 Stunde Wartezeit. Es ist schwer, alles in einen Tag leider unterzukriegen und man muss halt dann
Prioritäten setzen. In die Shops werde ich tatsächlich auch nicht gehen. Ich werde mir hier kein Merch kaufen, das interessiert mich nicht so sehr. Ja, wie gesagt, auf Rides werde ich mich hier in dem Park fokussieren. Hier gibt es aber auch Character Meet and Greets. So, Spider-Man-Attraktion, würde ich sagen, fahren wir mal jetzt mal 20 Minuten. Los geht's. Ich bin in der Zwischenzeit Spider-Man gefahren und auch Hulk. Spider-Man ist halt so eine 3D-Attraktion, wie das in Universal so ist. Und Hulk ist eine krasse Achterbahn, also einer der krassesten, die ich gefahren bin. Ob es mir Spaß gemacht hat, weiß ich noch nicht. Es war auf jeden Fall krass. Also es war nicht so, also ich weiß nicht, wie man es vergleichen kann. Velocicoaster ist schon mega, Hulk okay. Velocicoaster 10 von 10, Hulk 6 von 10, wenn ich so ein Rating abgeben müsste. Aber ich habe es auf jeden Fall gemacht und ich habe Single Rider gemacht. Überhaupt nicht gewartet. Also Single Rider ist top. Zwischendurch habe ich mit meinem Freund telefoniert. Das ist jetzt ein bisschen schwierig hier mit der Zeitverschiebung. Wenn ich morgens wach werde, ist halt schon sein halber Tag vorbei. Und wenn ich eigentlich voll im Action-Modus bin in den Parks, geht er schon wieder fast ins Bett. Ja, da ist natürlich ein bisschen schwierig. Oh, das ist eine sehr schöne Kulisse. Schau mal hin. Es ist natürlich sehr, sehr schwierig, da irgendwie ein bisschen Zeit zu finden, weil ich habe jetzt auch nicht wirklich Zeit, mit ihm 5 Stunden lang zu quatschen. Was ich sowieso nie tun. Aber ihr wisst, wie ich das meine. So, was ich jetzt mache, weiß ich noch gar nicht. Ich würde gerne nochmal Velocicoaster fahren. Aber auch nochmal Forbidden Journey, also die Attraktion im Hogwarts drin. Und ich warte halt, dass es dunkel wird, um Hogwarts aber bei Nacht zu sehen, ob da eine Projektion ist. Ich hoffe es mal. Ja, hier gibt es einen Kinderbereich und hier ist eine Attraktion, oh Gott, wie heißt sie? Toofish? Ich muss gleich mal vorne gucken. Auf jeden Fall ist sie sehr ähnlich zu der Attraktion im Holiday Park mit Biene Maya mit Willi hoch, Maya tief. Wenn man sich nicht dran hält, was gesungen wird, wird man nass. So, hier steht One Fish, Two Fish, Red Fish, Blue Fish. Ja, so heißt die Attraktion hier. Ja, sehr ähnlich zu der Biene-Maja-Attraktion im Holiday Park. Ich denke, hier die Attraktion im Kinderbereich werde ich alle überspringen. Aber ich nehme euch gerne mit durch den Park. Aber ich finde generell, Universal hat nicht so viele Sachen für Kinder, jetzt für kleine Kinder. Ich finde die Dark Rides tatsächlich sehr, sehr spooky. Vorne ist so, sieht aus wie Casey Jr. Oh, hier sind Charaktere. Schaut mal, ich weiß zwar nicht, wer das ist. Oh, das ist der Grinch rechts. Den erkenne ich. Thank you so much. Sam, Aya, did you hear that? Did you hear that sound? That was the sound of the oven timer going off. He's got green eggs and ham in the oven and it's gonna burn if he doesn't go get them. All right. So that sound means it's time to go, but don't worry, we'll be back tomorrow for another Sue show. Ja, da hatten wir ja gerade Glück, dass wir die noch gesehen haben, wo ich 90% von denen ich kannte. Aber könnt ihr gerne unten die Kommentare schreiben, wer das war. Ja, laufen wir jetzt weiter durch. Was ich noch sagen wollte zu den Kinderattraktionen. Also viele Dark Rides und viele spooky Dark Rides tatsächlich. Also ich weiß nicht, mir als kleines Kind hätten sie Angst gemacht, aber vielleicht haben sich die Kinder ja auch mittlerweile ein bisschen geändert.
Ja. Laufen wir jetzt nochmal nach Hogsmeade und schauen uns da mal um. Ich frage mal nach, ob es eine Abendprojektion am Hogwarts-Schloss gibt. Und dann entscheide ich spontan, was ich noch mache. Think left and think right. Think low and think high. Oh, the things you can think up if only you try. Bye bye. Das war auf jeden Fall ein Zungenbrecher. Ich bin jetzt mal in einen dieser Shops gegangen. Das ist hier der Eulenshop. Hier gibt es übrigens auch die Zauberstäbe. Und die sind tatsächlich magisch. Das heißt, wenn ihr hier durch die durch Hogsmeade oder durch die Winkelgasse lauft, könnt ihr damit auch zaubern. Kosten glaube ich 70 oder 80 Dollar. Deswegen. Ja, was macht man damit zu Hause? Aber es ist schon für Kinder, es ist auf jeden Fall eine coole Sache. Vor allem, wenn man mehrere Tage hier ist. Ich bin tatsächlich nochmal Forbidden Journey gefahren, weil mir die Attraktion tatsächlich sehr, sehr gut gefällt. Und jetzt bin ich auf dem Weg zum Hogwarts Express, 25 Minuten Wartezeit. Ja, weil ich wollte mir unbedingt nochmal die Winkelgasse anschauen. Man könnte natürlich rüberlaufen, aber dazu bin ich jetzt irgendwie zu faul. Das ist doch schon ein Stückchen zu laufen von einem Park zum anderen. Es gibt da ja keine Abkürzung leider, nur den Hogwarts Express. Ja, mal gucken, um 6:30 gibt es eine Projektionsshow am Hogwarts Schloss. Die möchte ich mir aber unbedingt auch noch anschauen. Okay, doch, Planänderung. Ist mir doch irgendwie zu voll und dann. Also, mir ist die Projektionsshow am Schloss tatsächlich wichtiger. Ich versuche dann direkt danach nochmal zum Hogwarts Express zu gehen und dann mit ihm in die Winkelgasse zu fahren. Da kommt man im Prinzip ja raus. Und dann versuche ich da nochmal mir die Winkelgasse anzuschauen. Jetzt wird mir das alles, glaube ich, zu stressig. Ich guck mal, vielleicht hole ich mir noch was zu essen oder fahre noch mal bei der Velocicoaster. Habe jetzt noch ein bisschen Zeit oder ich chill einfach mal ein bisschen. Also richtig gesessen habe ich heute auch nicht. Aber das habe ich die letzten Tage auch nicht wirklich. Mich jetzt nochmal zu Broomsticks, ich kann es ja nicht mehr reden, verschlagen und für mich gibt es jetzt Beef Pastries mit einem Salat für 12 Dollar.
das war hier mein Tag im Universal Orlando. Und ja, ein Tag ist definitiv zu wenig, wenn man beide Parks machen will. Denn die Harry Potter Rides, ich hätte die Manzanilla verloren, die Harry Potter Rides brauchen schon seine Zeit. Auch mit Single Rider Hagrid hat das fast 2 Stunden gekostet. Und das frisst schon viel vom Tag weg, wenn der Park schon um 7 Uhr schließt und man erst um 9 Uhr hier ist. Ansonsten hatte ich wirklich einen tollen Tag. Ich habe mich halt auf Harry Potter konzentriert. Das war mein Fokus, weil ich auch ein Harry Potter Fan bin. Und andere Attraktionen musste ich dann halt links liegen lassen. Einige habe ich dann noch zwischengeschafft, aber auf jeden Fall Single Rider nutzen. Single Rider ist hier mega. Hab kaum gewartet, als ich Single Rider genutzt habe. Die Achterbahn hinter oder vor mir, ihr seht sie, ich weiß gerade ihren Namen nicht, diese Extreme. Ich drehe mich gleich mal um, wenn ich dran vorbeilaufe. Die bin ich tatsächlich nicht gefahren. Ja, wie gesagt, ich musste mich auf was fokussieren und beide Parks in einem Tag. Auch mit Expresspass wäre es knapp gewesen, denn ich drehe mich mal um. Sieht man's? Fährt jetzt gleich. Leuchtet schön. Ja, also die bin ich tatsächlich nicht gefahren. Kong bin ich nicht gefahren. Ich stand hier an und dann war sie down und dann war ich irgendwie zu faul hinzulaufen. Und ja, hier und da so ein paar kleinere Sachen. Man in Black, The Mummy, also die Mumie, ist geschlossen wegen Renovierung. Die soll auch ganz toll sein. Ja, also ein Tag ist auf jeden Fall zu wenig, aber wenn ihr Harry Potter Fan seid, müsst ihr euch auf jeden Fall das Ticket für beide Parks holen, damit ihr auch mit dem Hogwarts Express fahren könnt. Das ist auf jeden Fall meine Empfehlung. Ich bin 4-mal heute Hogwarts Express gefahren und 2-mal Forbidden Journey. Also echt tolles Theming hier, was Harry Potter angeht. Also Harry Potter Fans kommen hier auf ihre Kosten. Und ja, aber für mich ein Grund, nochmal herzukommen und vielleicht nochmal dieses Jahr. Wir werden sehen, was die Zukunft noch bringt. Wir sind fleißig am Plan und vielleicht dann das nächste Mal mit meinen Disney Buddies. Mal sehen. Ja, ich mache mich jetzt auf den Weg raus Richtung Uber-Station. Die Fahrer holen einen an so einem bestimmten Spot ab. Da mache ich mich jetzt auf den Weg, dann order ich ein und dann geht's ins Bett. Meine Füße machen schon einiges mit. Jetzt eine Woche Theme Parks merkt man schon in den Knochen, aber es ist trotzdem schön. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, hier aus Universal Orlando. Und wenn wart ihr schon mal hier, dann könnt ihr gerne mal unten eure Meinung kommentieren und welcher euer Lieblingsride war. Ansonsten ja, verabschiede ich mich bei euch. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Gute Nacht!